Ihr Lieben, jetzt habt ihr ganz viel erfahren über Taufe und noch nichts über Konfirmation. Und dabei hieß das Themenwochenende, das ihr gebucht habt, Taufe und Konfirmation. Da muss ich jetzt was erklären. Also, die Taufe hat ursprünglich das, was wir heute Konfirmation nennen, schon inbegriffen. Denn die Taufe war am Anfang eine Erwachsenentaufe. Also zunächst hat man sich durch einen Unterricht oder durch Gespräche mit dem Gemeindeleiter nach und nach darauf vorbereitet, was das eigentlich bedeutet, Christ zu sein und was das Besondere ist am christlichen Glauben. Und in diesen Zeiten war das Glaubensbekenntnis nicht ein Text, den jeder kannte und den man überall runterladen kann und der völlig öffentlich ist, sondern war und blieb ein Geheimnis bis kurz vor der Taufe. Und erst kurz vor der Taufe wurde einem Taufbewerber mitgeteilt, wie das Glaubensbekenntnis lautet. Und das hatte den Grund, dass der christliche Glaube an seinem Anfang von denen, die nicht dazugehören, viel verspottet worden ist, gerade so wie heutzutage der christliche Glaube von vielen, die dazu nicht gehören oder nicht gehören wollen, verspottet wird. Und um diesen Glauben, weil er den Christen selber so kostbar ist, nicht grenzenlos der Lächerlichkeit preiszugeben, hat man gesagt, das, was den Glauben zusammenfasst, sagen wir erst den Leuten, von denen wir überzeugt sind, dass sie wirklich dazugehören wollen. So, also Glaubensbekenntnis wurde damals nicht am Anfang der Taufbewerbungszeit, sondern erst an ihrem Ende den Leuten übermittelt und dann natürlich auch auswendig zu lernen aufgegeben. Das ist dann wieder gerade so wie bei euch. Im Laufe der Zeit hat sich das dahin entwickelt, dass Kinder in immer jüngerem Alter von ihren Eltern mitgebracht wurden zur Kirche und auch zur Taufe gebracht wurden, damit sie volle Mitglieder der Gemeinde sind. Das hat einen Vorteil. Schon das kleine Kind wird als vollwertiger Christ ernst genommen, gerade wie in den Worten Jesu: Wer das nicht empfangen kann wie ein Kind, kommt nicht rein. Das hat aber einen Nachteil. Ein Kind kann auch nicht entscheiden, ob es das will oder nicht. Also musste diese Entscheidung nachgeholt werden. Und um diese Entscheidung nachzuholen, ist die Konfirmation erfunden worden. Sie ist gewissermaßen eine Vollendung des Taufritus, die nötig ist, wenn ein Täufling in einem Alter getauft wird, in dem er selber noch die Tragweite nicht absehen kann und sich selber nicht erwachsen dazu verhalten kann. Dafür ist also die Konfirmation erfunden worden. Die Defizite, die notwendig entstehen, wenn man Kinder in jungem Alter tauft, auszugleichen und zu vervollständigen. Also, ihr könnt es ansehen als das Hinterende eines Taufgottesdienstes, was ihr dann bei einer Konfirmation im Gottesdienst macht und erlebt. So, was ist nun also das Besondere und was erwartet euch in eurer Konfirmation? Es erwartet euch, dass ich als Pastor euch vor versammelte Gemeinde ansprechen werde, euch sagen werde, ihr seid getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ihr seid dadurch fest verbunden mit Jesus Christus, ihr habt euch in der Zeit eures Konfirmandenunterrichts damit auseinandergesetzt, was das bedeutet und was man im Leben damit anfangen kann. Und nun frage ich euch vor Gott und dieser Gemeinde, wollt ihr in diesem Glauben bleiben und wollt ihr in diesem Glauben wachsen? So sagt ja mit Gottes Hilfe. Und wenn ihr das wollt, sagt ihr ja mit Gottes Hilfe. Und dann fahre ich fort und sage, dann lasst uns nun gemeinsam mit den Christen aller Zeiten und Völker unseren Glauben bekennen. Und dann sprechen wir im Chor das Glaubensbekenntnis, das ihr ja kennt, das ihr auswendig können sollt. Und danach, wenn das passiert ist, bitte ich die ganze Gemeinde für euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, zu beten, dass euer Vertrauen auf Gott im Laufe eures Lebens nicht nachlässt, sondern wächst,
wie ihr gerade gesagt habt, dass ihr in diesem Glauben bleiben und wachsen wollt. Und wenn die Gemeinde für euch gebetet hat, dann hole ich euch in Gruppen, in kleinen Gruppen nach vorne zum Altar, um euch Gottes Segen auf sehr persönliche Weise zuzusprechen. Nämlich, indem ich euch euren Konfirmationsspruch sage und euch mit Handauflegung auf den Kopf segne. Und das ist die ganze Geschichte und ist nichts weiter als das Hinterende einer Tauffeier. Aber bei uns gesellschaftlich gilt die Konfirmation viel mehr. So ein Säugling ist ja mal klein und man feiert in kleiner Runde, weil die Mutter ja auch erst noch sich erholen muss von der Geburt und all solche Sachen. Groß gefeiert wird dann erst die Konfirmation, weil da ein Mensch vor der Schwelle des Erwachsenwerdens steht. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Im Sinne des Erfinders, nämlich im Sinne Jesu, war es, das kleine Kind in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, guckt, wie dieses Kind vertrauen kann und lernt von diesem Kind auf Gott zu vertrauen. Denn wer das Reich Gottes nicht empfangen kann wie dieses Kind, nämlich voll Vertrauen und ohne Beweise, der kommt nicht rein. So, nun hoffe ich, dass ihr alle reinkommt, weil ihr hoffentlich alle entsprechend vertrauen könnt oder das zumindest lernen wollt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, in diesem Glauben zu wachsen. Amen.